Hallöchen, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Episode. Heute mit dem Auswärtsspiel gegen Eisern Union und danach der erste FC in Nürnberg in der zweiten Runde im DFB-Pokal. Also zwei Partien, die man normalerweise natürlich gewinnen muss. Aber bevor wir das machen, habe ich erstmal hier im Twitch-Chat zwei Spielervorschläge schon bekommen. Einmal vom Andy, der Benjamin Sesko. Sesko vom FC Liefering. So, 17 Jahre alt erst, Slowene, sehr gut, unten auf dem Discord-Server habe ich da auch schon jemanden bekommen. Mal kurz gucken, wie er nochmal heißt. Vom guten Bachs. Wo ist er denn? Luke Brat. Sehe ich nicht, eventuell mit zwei A's. Ah, Luke Brandt. Luke Brandt. So. Ist sogar vereinslos. Könnte ja was Interessantes sein. Gut. Jetzt also Union Berlin. Zweimal sind wir natürlich krasser Favorit. Aber dass Union Berlin nicht so einfach zu bespielen ist, sieht man natürlich auch in der Realität. Marvin Hitz verletzt 4 bis 5 Wochen. Thomas Meunier kommt rein. Und für Knauf Jude Bellingham. Die sind alle fit. Ja. Nochmal Akanji, ne. Ich spiele doch mit der besten Elf. So, und den Pokal kann man natürlich ein bisschen rotieren. Man, gegen Nürnberg muss man auch in der zweiten Reihe gewinnen können. So. Auf einen guten Start. Die Internetverbindung ist anscheinend jetzt einigermaßen stabil und genau wo ich das sage. Rot. Ich sag nichts mehr. Die Spieler laufen ein. Wir souveräner Tabellenführer. Und in Berlin weiß ich nicht, wo sie stehen. Aber auf jeden Fall sind die nicht in den Top 4. Erster Angriff direkt durch Gio Wayne, heute im Zentrum unterwegs in die Hände von Loris Karius. Wieder Gio. Erling Haaland. Gio Reyna ja mit einem sehr, sehr schönen Treffer beim 1:1 auswärts in Frankfurt. Also in der Realität. Da hat man durch seine Qualitäten gesehen. Kein Foul. Hätte ich jetzt auch gesagt. Reus auf Erling Haaland. Wir sind direkt zu Beginn in der Partie. Union Berlin auf Rang 13 nimmt man den 1 Punkt weg. Auf den 14. Rang. So, kontrolliert. Wieder ein leichter Soundbug. Aber während der Highlights sind die ja meistens. Jetzt zu hören die Fans. Oder? Ja, gut. Jetzt gerade nicht. Ach, jetzt eher. Ja, vielleicht haben die Fans wieder gestreikt. Irgendwie 10 Minuten Streik gegen was auch immer. Christian Gentner, Joel Poyanpalo, wieder Gentner, Akaki Gogia, gegen Guerrero, sehr gut. Und der direkte Konterangriff. Reus schickt Erling Haaland und den macht er doch bestimmt rein. 1:0 nach 21 Minuten. Durch jemanden, der in der Realität sehr schmerzhaft vermisst wird. Erling Braut Haaland. Schauen wir uns mal gerne an. Das war ein schöner Spielzug. Ja, das war ein schönes Ding, Max. So. Und das ist auch gut.
abgewehrt von Guerrero, der da auch maßgeblich beteiligt ist. Und die Fans immer noch still. Gut, dass die Heimfans still sind, wobei Union Berlin hat auch immer mit das lauteste Stadion. Also wo sind die denn hier? 15 Schüsse für uns, haben nichts zugelassen. Bin zufrieden, natürlich noch das zweite nachlegen und dann kann man schon in Ruhe hier abbauen, sozusagen. Jetzt wollte ich Emre Can für Witzel reintun, ein bisschen schonen in den guten Axel. Machen wir ihn mal zum zurückgezogenen Spielmacher. Sancho kriegt natürlich auch gleich ein Päuschen. Ich weiß zwar jetzt noch nicht genau, wie stark ich rotieren werde in Nürnberg. Aber ich will ja schon mal. Trotzdem auch heute die Spieler. So gut es geht schon. Jetzt mal eine Standardsituation für Union Berlin. Robin Knoche mit viel Platz. Schießt. Hummels an. Emre Can mit seinen ersten Offensivaktionen. Guerrero wird nicht angegriffen. Oh, ist Sancho. Ach, kommt da nicht zum Schuss. So, Memphis Depay für unseren Engländer. Ach, Andy Ballet ist Reus auch häufig verletzt. Na, ich habe da zum Glück relativ viel Glück, was das angeht. Holland! Er steht da perfekt an der Abseitslinie. So wie es ein Stürmer seiner Klasse auch tun sollte. Erstmal die gute Gelegenheit für Marco Reus, dessen Schuss blockiert wird. Glück von Robin Knoche und Holland. Bleibt dran. Und dann schießen wir hier das 2:0, das absolut verdiente 2:0. So, Nico Schulz kommt rein. Dann Jule Brandt, ja. Könnte man ja eigentlich auch schon wieder bringen. Ein paar Minuten für Gio Reyna. Tommy Delaney würde ich auch am liebsten schon. Machen wir mal Manu Akanji als defensiven Mittelfeldspieler etwas kompakter. Mats weiter vorne. Ich glaube, der kann das. Ja, der kann das auf jeden Fall besser spielen. Machen wir mal zum Abräumer. So, damit denke ich, haben wir alle, bis auf Reus, der glaube ich auch eine Pause verdient hätte, ganz gut geschont. 23 Minuten unseren Stiefel runterspielen. Ging doch eher schwache Berliner. So, ein langer Ball von Max Kruse auf Joel Poyanpalo. Die beste Gelegenheit für seine Union. Moinsen Army, Hallöchen und danke auch für dein Follow. Dankeschön. Sehr, sehr lieb. Ich wünsche einen wunderschönen Abend. Komm, loben wir die Jungs. Ja, jetzt mal Cedric Teuchert, paar Problemchen von Roman Bürki, aber nichts Großartiges. Kevinho auch da, moin moin. Dankeschön, Ami. Da der Alert, Follow von Ami W2. Ich glaube, ich tue gleich auch mal die Flügelspiel etwas zentraler, weil langsam kommt Union Berlin immer besser zum Zuge und ich würde ungern jetzt ein Gegentor kassieren. Ich denke, zum Sieg wird es so oder so nicht unbedingt reichen, aber da würde ich es leicht verspielt. Ach, Quatsch, Armin, ich streame doch erst seit knapp 10 Minuten. Das ist die erste Partie, die du hier siehst. Boah, Erling Haaland. Okay, die Flügelspieler können sie bleiben. Erling Haaland hat mit einem schönen Hattrick. Der Emre Can sieht Nico Schulz auf der linken Seite
der hier, wie ich finde, beim FM sehr gut drauf ist. Immer. Und Erling Haaland. Achso, aber ja, Follow Alert. Der braucht immer ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Aber ich glaube, bei Bits und so weiter ist der sofort on point. Nur bei einem Follow, glaub, bei Raids und Hosts braucht er irgendwie so eine Minute. Haaland heute wieder super drauf. Riedle Baku. Ah, die könnte man vielleicht doch zurückziehen. Ihr wisst ja, ich bin ja doch noch einer, der trotzdem gerne zu Null spielt am Ende. So. Natürlich nicht hinten komplett rein drucken lassen, aber etwas kompakter, defensiver kann man ja ruhig spielen bei 3-0 Führung. Die ja nicht ganz so schlecht ist. Rummel schön raus auf Memphis. Erling Haaland mit der Chance zum Viererpack. Schulz mit dem Einwurf direkt auf Haaland. Spielt zurück. Weil es wäre wundert, warum Hummel so weit vorne spielt. Wir haben den kurz als defensiven Mittelfeldspieler aufgestellt. Julian Brandt. Der zum Glück wieder dabei ist. Wahrscheinlich lasse ich ihn jetzt in Nürnberg dann auch im Pokal spielen von Anfang an. Kann auch wieder die nötige Spielpraxis sammeln. Und der ist ja eigentlich da gesetzt auf der Position. Gio Reyna hilft da eher so ein bisschen aus. So, der Schiri kann jetzt ruhig mal abpfeifen. Max Kruse noch einmal. Brandt gewinnt das Zweikampfduell. Konter. Aber der Schiri hat genug gesehen. Wir gewinnen sehr, sehr souverän. Auch in der Höhe, wie ich finde, verdient. Mit 3-0. Haben hier und da später noch was zugelassen in der zweiten Halbzeit. Aber als die Partie schon längst entschieden war. So, dann haben wir jetzt 7 Punkte Vorsprung. Nach 13 Partien. Das war die letzte Ligapartie in diesem Jahr. Kommt aber, wie gesagt, jetzt noch der Pokal. Stimmt, das ist ja das letzte Spiel in diesem Jahr. Danach erst, glaube ich, 2 Wochen später wieder. Müssen wir jetzt nicht ganz stark rotieren, aber natürlich jemand wie Julian Brandt. Und vielleicht 2, 3 andere können auf jeden Fall reinkommen. Aber so wie ich mich kenne, werde ich deutlich häufiger rotieren als ein 2, 3 Mal. Beziehungsweise wechseln. Das kennt ihr ja von mir. Ja, man muss nicht rotieren. Nur der eine kann rein, am Ende habe ich 10 Mal gewechselt. Nur der Keeper ist irgendwie, oder Haaland, der Einzige, der gleich geblieben ist. Die Klubberer. Eventuell Ansgar Knauf. Genau, Ansgar Knauf wird auf jeden Fall spielen. Absolut. Spielt er nicht in der Jugend, also wird er dann noch spielberechtigt sein. So, ein Tag noch. Unterschätzen darf man die Nürnberger natürlich auch nicht, sind ja auch ein Zweitligist immerhin. Armin, nimm einfach, wenn du einen kleinen Verein nehmen willst, vielleicht jemanden aus der dritten Liga. Oh, wollen Sie einen FCN-Fan? Hat er gerade Schwarzbild? Okay. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Hä, ich habe wieder ein Schwarzbild. Ich glaube eventuell mein Monitorkabel ist nicht richtig drin. Einen Moment. Warum bist du denn im Krankenhaus? Gute Besserung auf jeden Fall. So, hoffen wir mal, dass es jetzt wieder klappt. Gib einfach mal meinen Monitor aus. Aber man sieht, Jaden, Marco und Erling sollten auf jeden Fall geschont werden. Haaland hat sowieso genug Spiele gemacht. Bei uns ist er zum Glück auch nicht verletzt. So,
In der Liga hat er 13 Tore und 5 Vorlagen nach 12 Spielen. Ah, konnte es heute vor Schmerzen kaum stehen. Rückenschmerzen oder wo genau? So, Memphis Depay nach rechts, Giovanna nach links, dann Julian Brandt. Das Zentrum wurde eigentlich hingehört. Ansgar Knauf wieder rein. Nico Schulz für Guerrero. Reinier für Haaland. Da holt ja noch verletzt Marvin ebenso. Piszczek für Haaland. Das soll heute komplett geschont werden. Wobei, je nachdem wie der Spielstand ist, ne? Bauchschmerzen. Ui. Ja, da muss man wirklich aufpassen. Da gibt es ja manchmal Krankheiten oder es kann sein, dass da irgendwas ist, das sogar lebensgefährlich ist. Also bei sowas auf jeden Fall immer aufpassen. Gut. Ja, für unsere Verhältnisse gar nicht mal so viel rotiert, ne? Da haben wir jetzt auf den Flügeln statt Reus und Sancho nicht unbedingt so viel schlechtere Spieler mit Sancho, mit Depay und Gio Reyna. 9 Zuschauer sind wir gerade hier live. Hallo. Bei Emre Can spielt er normalerweise sowieso von Anfang an für Delaney. Lass es ihn mal ran. Nur Brandt und René fehlt es ein bisschen an der Spielpraxis. 6 Wechsel. Schwabe 100. Hallöchen. Dankeschön, dass du mal reinschaust. Ach, Luke auch dabei, mein Sinn. Mal gucken, ob wir das heute gewohnt souverän lösen können oder ob es am Ende dann doch noch ein paar Problemchen gibt. Sieg. Kein Problem für Birki. Aber die beste Gelegenheit erstmal für die Nürnberger. Aber ein schöner Ball raus auf Reyna. Heidi. Zrelak. Nicht gut verteidigt von Knauf. Und Nürnberg hält ganz gut mit. Wieder Zrelak. Ich meine, nicht entschlossen genug von Hummels. Ach, sich gerade der Verdacht auf Blinddarmentzündung. Ui. Das ist nicht schon wieder Zrelak. Also, komm, ein bisschen kompakter hier stehen. Beziehungsweise mehr I-Zeigkämpfe, wie man so schön sagt. Nürnberg muss durch den Kampf kommen, also wollen wir es doch auch. Brandt gut aufgepasst, aber auch schlecht eingeworfen, um ehrlich zu sein. Reyna viel schneller als ein Gegenspieler.
In der Mitte jemand. Zagadou klärt. Gut. Das Highlight war die Flanke praktisch. Köpke. Der Sohn von Andy Köpke. Ja, auch wenn es nur eine OP ist, ne? Aber OPs sind immer so eine Sache. Schaden. Schön gespielt auf Reigny. Aber da fehlt trotzdem jemand im Zentrum. Julian Brandt. Okay, Emre Can will raus. Ach, ja. Ich denke mal, wenn ich umsetzen drücke, dass ich dann selber wechseln kann. Ich wollte jetzt nicht unbedingt mit Guerrero da spielen. Ach, Mann, oh. Halt anders als früher. Sink, schön rausgespielt, muss man schon sagen. Und, oh, ich dachte schon die Führung. Ne, den Ball oben dann nicht unbedingt. Ein zentraler Spieler, der nach außen geht. Ja, ein Metzeler. Also Luke, ich habe noch meinen Blinddarm und habe jetzt keine Lust, eine OP zu haben. Witzel vielleicht von hinten den Ansgar Knauf. Mal hin. Erneut Knauf. So. Warten wir noch 10, 15 Minuten. Dann kann man ja eventuell noch reagieren. Mein Zagadou kann jetzt schon raus, wenn er schon so platt ist. René, ob das so gewollt war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er sich damit eine ganz gute Chance erarbeiten können. Wieder Knauf. Sehr aktiv die letzten Minuten in der ersten Halbzeit und auch jetzt gerade. Akanji, gut aufgepasst. Erneut Ansgar. Flanke auf Ranier und Platz 1:0 nach 50 Minuten. Ranier ist Mr. Pokal. 3 Tore in der ersten Runde und einer jetzt. Gut gesehen von Depay. Knauf nimmt ihn direkt. Die Abwehr schläft und somit steht es 1:0. Schön. Guerrero, sehr schön. Depay, ja. Ein frühes 2:0 wäre doch ganz gut. Dann könnte man jetzt eventuell noch jemand schonen, wobei. An sich würde ich am liebsten jetzt durchspielen mit dieser Mannschaft. Depay 2:0. Super. Martini hat sich nicht mal gerührt beim Tor. Das dürfte es aber auch gewesen sein. Depay, sehr gut. Seitdem ich ein bisschen offensiver spiele. 3:0. Zu gut für die Nürnberger Abwehr. Komm, Schmelle kriegt auch noch ein paar Minütchen. Noch jemand auf der Bank, der nicht 100% Spielpraxis hat. Außer Bellingham, der ja noch verletzt ist.
weil du morgen wieder vor dem Training. Komm, kommst du rein für Witzel? Ja. Jetzt können wir auch schön in Ruhe runterspielen, die ganze Sache. Das war ganz so aggressiv und hochstehen. Ja, jetzt wird Nürnberg zerlegt, Bachs. Wobei 3-0 geht ja noch, ne? Ja, Kevinho, keine Ahnung, ob sich das an der Konsole lohnt. Ich weiß, dass es auf jeden Fall jetzt etwas abgespeckter ist natürlich als die PC-Version. So habe ich es zumindest gehört. Ob die gut ist oder nicht, schwer zu sagen. Oh, ist wieder Srelak. Lange nichts mehr von ihm gesehen. Aber da gibt es doch bestimmt den einen oder anderen, der sich das auch geholt hat für die Konsole. Müsstest du mal ihn fragen. Und irgendwelche Rezensionen. Man, heutzutage findest du ja zu allem Rezensionen. Ja, auf den großen Multiplayer bin ich auch gespannt. So etwa Mittwoch habe ich vor, haben wir vor, die ganzen Teams zu verteilen. Am Ende werden wir doch nicht 36 sein, wahrscheinlich so um die 30, aber das ist ja kein Problem. Bis es dann losgeht, vielleicht so ein, zwei Wochen später, kann man ja noch die Teams, die übrig sind oder ohne Trainer sind, noch verteilen. Oh, Hummels, ich sag, das gibt jetzt eine gelb-rote. Ich selber bin auch sehr gespannt, Army. Was ich selber bekomme. Ja klar, 30 Leute sind viel. Wie viele sind es? 28? Wenn ich das richtig so im Kopf habe. 1, 2 kommen etwas später, gegen Januar, Februar. Die sind dann, sollten wir wieder 36 Leute sein auf der Warteliste. Aber sollte jetzt kein Problem sein für uns, immer wieder ein paar neue Leute zu kriegen. Und 4:0 noch Gio Reyna in der 91. mit dem Schlusspunkt, denke ich mal. Na, sind auch zwei souveräne Siege heute gewesen. 3:0 in Berlin. Und dann auch dieses 4:0. Dazu kein Verletzter. Oder? Ne, Emre Can, stimmt, der hatte was. Aber wir haben ihn ja praktisch direkt rausgenommen, also sollte es jetzt auch nicht allzu schlimm gewesen sein zuletzt. Zu guter Letzt, denke ich mal. So, wo ist Emre? 4 bis 6 Tage, das ist in Ordnung. Das Coole ist eigentlich, in 12 Tagen geht's wieder los. Eine Pause vorschlagen brauche ich auch nicht unbedingt. So, bevor ich die YouTube-Folge beende, würde ich gerne nochmal Marshalls Schmelze anbieten. Gerne auch umsonst, da habe ich kein Problem mit. Oh, sehr gut, 8 Angebote. Alle wollen, dass wir noch Gehalt zahlen, aber jetzt auch nur für ein halbes Jahr. Also ist mir eigentlich egal, wo der hingeht. Ich nehme alles an. Ich muss praktisch die ganze Summe durch 6, durch 2 nehmen. Das ist ja ganz in Ordnung. Da kann man ja Schmelle schon mal raustun. So oder so sparen wir etwas an Kohle. Genau. Ich gehe dann direkt weiter bis zum 1. Und dann schauen wir uns mal an, ob wir vielleicht den einen oder anderen noch holen könnten. Eventuell einen zweiten neuen Keeper. Aber viel Geld haben wir natürlich nicht. Da habe ich sowieso vor, jetzt eher gediegener zu sein auf dem Transfermarkt und dann zu neuen Sorgen. Unter anderem eventuell Alexander Isak zu holen als Ersatzstürmer, weil Rainier werden wir jetzt wahrscheinlich nicht behalten. Der wird schon teuer sein, denke ich mal. Da sollte es billigere Varianten geben. Ich behalte ihn ja auch sowieso nur, weil er uns gar kein Gehalt kostet. Und so können wir immer schön einen guten Haaland schonen. So, meine lieben YouTube-Zuschauer, und das war's dann von heute. Morgen geht's dann direkt weiter mit der Rückrunde. Rückrunde ist ja noch nicht wirklich, aber auf jeden Fall mit den Spielen in VfL Wolfsburg und vielleicht noch eine zweite. Stimmt, 2 neue Spieler kriegen wir auch noch mit Arise und Buxa. Also, ein paar Neuerungen gibt's ja schon. Auf Twitch geht's natürlich noch weiter. Bis dahin.